Komm mal ein Stück vor. Okay, boom. Tada! Ja, und wo wohnst du jetzt? Ich mach mal auf den anderen und dann geht's mal los. Dann fahren wir mal schon mal mit dem Auto. Das müssen wir nochmal machen. Das ist doch eine enge Kurve. Weil ich bin der krasses Kamel bin. Ja, aber Mach gut! Hi und herzlich willkommen zu meinem kleinen Fazitvideo zu unserem Kamel. Was ihr da gerade gesehen habt, das war der Start der Critical Mass vom Theaterplatz in Mainz. Leider hatten wir unterwegs keine Kamera dabei, aber ich kann euch sagen, es war richtig cool und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. So, im Nachhinein hätte ich zwar doch ein paar Sachen noch anders gemacht. Ich hätte zum Beispiel den Bauch des Kamels fülliger gemacht, weil man doch sieht, dass wir da auf dem Fahrrad sitzen und es mir nicht genug nach Kamel aussieht. Aber ich denke mal, das ist mein Perfektionismus, der sich da mal wieder zu Wort meldet. Und ich denke, das Kostüm ist soweit ganz gut angekommen. Es haben viele Leute erkannt. Auch wenn es teilweise ein bisschen schwer zu erkennen war, wenn wir nur schnell an Leuten vorbeigefahren sind. Was die Verkehrssicherheit angeht, da hatte ich beim Fahren überhaupt keine Beeinträchtigung durch den Stoff neben an den Seiten. Und auch der Rest hat soweit alles auf dem Fahrrad gut gehalten. Die Hosen sind nicht geplatzt, wie ich es schon so ein bisschen befürchtet hatte. Und so hat das Kostüm die gut 2 Stunden, die wir durch Mainz gefahren sind, sehr gut überstanden. Beim Cuphead-Kostüm hatte ich ja eine Kostenaufstellung gemacht. Das kann ich hier jetzt nicht so genau machen, weil ich nicht alle Preise mehr habe. Es müssten aber so irgendwas zwischen 40 und 50 Euro gewesen sein, was das Kostüm gekostet hat. Und wenn man das dann durch 2 teilt, dann war das Kostüm wirklich nicht so teuer. Die Einzelteile werde ich jetzt auf jeden Fall alle einlagern. Mal gucken, ob ich daraus nochmal irgendwann was anderes basteln kann. Oder die für irgendein anderes Kostüm gebrauchen kann. Das soll es auch schon gewesen sein mit dem kleinen Fazitvideo. Ich wünsche euch allen viel, viel Spaß bei der Fasnacht dieses Jahr und vielleicht sehen wir uns ja. Ansonsten würde ich mich freuen, euch in den nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen.
Bis dahin, bleibt kreativ. Ciao.